willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute Relegationsspiel der 2. und 3. Bundesliga. Dynamo Dresden gegen den FC Kaiserslautern. Es ist bekannt, dass beide Mannschaften brutale Fans haben. Das Hinspiel ist 0:0 geendet. War eine kranke Stimmung. Alle, die das Spiel gesehen haben, ich konnte leider nicht im Stadion sein. Aber dafür bin ich jetzt in Dresden, meine lieben Freunde. Ich erwarte mir vieles. Und ich bin nicht allein im Stadion. Ich habe ein paar Special-Gäste. Ihr werdet die jetzt ein bisschen sehen. Und dann Rap Olle! Nein. Was ist da von mir? Also sag, dann gehen wir 2:0, Leute. Nein, sag doch mal ernst jetzt. Sag mal ein paar Kommentare zu meinem Video. Unter Hertha. Wie sieht's aus da? Wie war es gestern? Oder? War super. Erstmal wird schwer in Hamburg. Ja. War super schwer. Dann hier ein super sympathischer HSV-Fan, der Karten bekommen hat und hofft, dass Party wird. War eine super Party. Wie viele werden es heute? Was wird heute? Du musst mir schon sagen. War dicker. Das ist ja wohl jetzt Quatsch. Mein Jutze, gib doch mal einen Tipp ab für Kaiserslautern gegen Dresden heute. Seid doch nicht so schüchtern. Eine Bratwurst bitte. Vertraut mir, ein Laden, der Döner verkauft. Kumpel, Pizza, Pasta, Salat. Bruder, der kann nicht gut sein. Fehlt nur noch, dass der Thüringer Bratwurst verkauft. Können Sie mal sagen, was mit der Goldmünze gewesen ist? Wo ist denn die Goldmünze abgeblieben? Was ist mit dem Geld passiert? Von mir. Verfügt über keinen Schulabschluss, keine Berufsausbildung. Du kannst sagen, was du willst. Okay. Entweder grüßt du jetzt jemand oder du sagst, was du glaubst, wie viel es endet. Also endet, denke ich mal, ich habe schon zu meinen Jungs gesagt, das wird ich habe gesagt, dass wir schnell in Führung gehen mit 1:0. Dann schießt Lauterns 1:1. Dann geht es in die Verlängerung. Okay. Lautern 2:1. Okay. 120. Darf Herner Kopfballtor zum 2:2. Okay. Und dann gewinnen wir 5:4 im Elfmeterschießen. Der Mann hat gerade ein Abiturreferat gehalten. Der wollte hier mein ganzes Video sprengen. Die Jungs haben uns gerade erzählt, dass man ohne gelbes Trikot gar nicht ins Stadion kommt. Es wurde wohl vorgeschrieben, dass jeder gelb anhaben soll. Aber, wie ihr seht, kein Gelb. Übrigens sehr, sehr sympathische Jungs gewesen. Grüße gehen raus an euch, wenn ihr dieses Video seht. Der obligatorische Matchall. Was glaubst du, was kostet der hier am Stand? 10 bis 15 Euro, würde ich sagen. Ich sage, der kostet 20. 17,99. Sehr, sehr hart für einen Schal in Dresden. Männer, schraubt mal eure Preise ein bisschen runter. Ihr wisst, Inflation und so weiter und so fort. Kann ich mir nicht mehr leisten. Freunde der Sonne, ich bin im Stadion und wie immer der erste Ausblick auf meine Plätze. Tribüne ist hier komplett abgesperrt, damit die Fans von Kaiserslautern nicht rüberklettern. Und hier ist so eine Art Rutschbahn, damit wenn einige Fans versuchen rüber zu klettern, sie einfach ausrutschen und dann genau hier runter. Der Mann kommt ins Stadion und anstatt Fußball zu gucken, er spielt glaube ich Tetris.
Einer hat zu viele Neymar-Videos geguckt. Die Kaiserslautern-Fans ist alles egal. Die sind aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Die feiern, die reißen in die Hütte ab. So muss sein.
was ein krankes Spiel gewesen. Dynamo Dresden ist abgestiegen in die dritte Liga. Kaiserslautern ist aufgestiegen in die zweite. So ist der Fußball. Der eine leidet, der andere freut sich. Respekt an beide Mannschaften, Respekt auch an beide Fans. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like auf das Video da. Kommentiert, was ihr wollt. Schreibt eure Meinung rein, wie ihr das Video fandet. Lasst ein Abo auf dem Kanal da. Bis zum nächsten Mal.